Es freut uns, dass wir heute als Keynote-Speaker einen Mann gewinnen durften. Er ist Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik. Er ist auch langjähriger Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit dem letzten Jahr ist er auch Leiter des WIFO Österreichs, des größten Wirtschaftsforschungsinstituts in Österreich. Professor Bartelt war einer der ersten, der einen Rudolf-Sallinger-Preis bekommen hat und war damals eigentlich schon sehr, sehr jung und kam in Kontakt damals schon mit der Wirtschaftskammerorganisation, was uns sehr freut. Er wurde auch ausgezeichnet als Wissenschaftler des Jahres und wir freuen uns jetzt auf seine Ausführungen. Der Chef des WIFO heute im WIFI, dem größten Wirtschaftsförderungsinstitut in Österreich. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christoph Bartelt. Hier gäbe es dann noch eine Brille zu vergeben an allfällige frühere Referenten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr über diese Einladung. Ich bedanke mich für diese Einladung, weil das ist ja schon ein ganz besonderer Kreis. Ich überblicke da jetzt hunderte Unternehmerinnen und Unternehmer. Damit entsteht eine Stimmung des Wettbewerbs. Die wurde schon auf verschiedenen Ebenen hier angesprochen. Und zwei Wettbewerbe möchte ich jetzt, bevor ich mit dem Referat beginne, noch erwähnen. Das eine ist, die Moderatorin hat ja schon sehr früh in meinem Lebenslauf begonnen, mich zu beschreiben. Aber jetzt muss ich natürlich schon sagen, ich war vor ungefähr 1000 Jahren bei der Gardemusik Piccolo-Spieler. Ja? Und also Tuba und Klarinette sind ja wirklich schöne Instrumente, aber so richtig falsch spielen. Also wenn einmal eine Piccolo-Flöte falsch spielt, dann sage ich Ihnen, das ist wirklich arg. Das ist der eine Wettbewerb, in den ich noch kurz einsteigen möchte. Der zweite Wettbewerb, in den ich kurz einsteigen möchte, ist mein Wettbewerb um Ihre Zeit. Denn wenn ich das richtig verstehe, liegt zwischen dem Mittagessen und dem Augenblick jetzt meine Rede. Um Sie also nicht irgendwie zu verunsichern, sage ich, ich rede sicher nicht länger als 1,5 Stunden. Und insofern brauchen Sie sich keine Sorge zu machen, dass Sie nicht rechtzeitig zum Essen kommen. Soweit einmal der Start. Wir haben aber auch noch eine andere Ausgangslage zu besprechen, nämlich die Ausgangslage, wenn man mich einlädt zu einem Thema Oberösterreich im internationalen Standortwettbewerb. Und man hat mich daher heute für ein eher sehr fokussiertes Thema eingeladen, obwohl mir natürlich zu den Dingen, die Sie hier wirtschafts- und standortpolitisch angestellt haben, auch noch vieles einfallen würde. Aber egal, heute geht es einmal wirklich nur um den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Und mit Ausgangslage meine ich jetzt schlicht und einfach eine kurze Rekapitulation, weil ich ja wirklich auch, ich werde mal zur Sicherheit die Uhr da herlegen, damit ich da nicht irgendwie hinausgebuht werde aus diesem Saal. Ich möchte vielleicht, bevor ich auf das eigentliche Standortthema eingehe, nur ganz kurz ein paar Fakten zusammenfassen, die teilweise heute schon genannt worden sind, teilweise aber nicht. Nämlich grundsätzlich kann man sagen, dass die oberösterreichische Wirtschaft in den letzten, sagen wir mal 15, 16 Jahren, also ich fange jetzt beim Jahr 2000 an, eine wirklich gute Entwicklung genommen hat. Eine bessere Entwicklung als insgesamt Österreich. Ich habe Ihnen ein paar Fakten hier auf die Folie geschrieben. Sie sind stärker gewachsen. Das Wachstum war stärker als das österreichische. Die Zahlen finden Sie dann immer auch zum Lesen vor. Die Industrie war der Wachstumsmotor, aber es gibt auch ein überdurchschnittliches Wachstum im Tertiärbereich. Das heißt, das Wachstum ist schön breit verteilt. Sie haben eine merkliche Verbesserung im Sozialprodukt pro Kopf erreicht, auch höher als das in Gesamtösterreich der Fall war. Sie haben eine moderate, aber immerhin noch höhere Produktivitätsentwicklung in Oberösterreich gehabt, als das für Gesamtösterreich betrifft. Und auch die Arbeitslosigkeit ist mit gegenwärtig, also 2015, das sind jetzt die Vergleichszahlen, deswegen nicht die allerletzten Zahlen, deutlich niedriger als in Österreich insgesamt. Allerdings, und das wurde heute schon erwähnt, ich glaube vom Präsidenten oder sonst irgendjemand hat es gesagt, den Spitzenplatz, der ist leider verloren gegangen, den Spitzenplatz innerhalb der österreichischen Bundesländer. Also wenn man so trotzdem, wenn man sozusagen mit den makroökonomischen Themen anfängt, sagt man eigentlich eine super wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist schon was, auf das man aufbauen kann.
Ich möchte noch ein paar spezielle oberösterreichische Entwicklungen dazu erwähnen, die, glaube ich, das Bild abrunden. Da ist zunächst einmal darauf hinzuweisen, so sehr Oberösterreich insgesamt eine sehr gute wirtschaftliche Position hat, haben sie doch innerhalb von Oberösterreich auch sehr große Differenzen, was den wirtschaftlichen Wohlstand betrifft. Während der Zentralraum Linz-Wels das höchste Bruttosozialprodukt pro Kopf in Österreich hat, das wurde schon erwähnt, ist etwa das Mühlviertel, hat nur unter allen 35 österreichischen Regionen nur den Platz 32. Also da gibt es schon auch unter dem Gesichtspunkt ein bisschen etwas Nachdenkliches anzumerken. Oberösterreich ist der größte Exporteur von Waren in Österreich. Das wurde mit anderen Zahlen schon dargestellt. Also Sie haben etwa mehr als die Hälfte, 57% Exporte gemessen am Regionalprodukt. In Österreich sind es 38%. Und das ist natürlich vor allem durch den hohen Industrieanteil bedingt und vor allem auch durch die Erfolge der Industrie im Export. Das führt mich gleich zu einem anderen wichtigen Satz, was die Industrie betrifft. Die Industrie ist sicherlich der Treiber der Entwicklung, auch in den letzten Jahrzehnten gewesen, vor allem aber auch durch den Shift zu wachstumsstärkeren Industriebranchen, Fahrzeug, Maschinenbau, Chemie, Holz, Papier. Es wurde heute auch schon über die Innovationsstärke des Landes gesprochen. Und auch da teile ich zwar das positive Bild, möchte aber schon auch ein bisschen eine nachdenkliche Bemerkung anbringen. Die Innovationsorientierung ist zweifellos gut in diesem Bundesland, aber wenn man sozusagen jetzt mit dem Kauderwelsch der Innovationspolitiker kommt, sehr oft sind sie die schnellen Zweiten gewesen in der Innovationsentwicklung. Und das ist zum Beispiel, das ist zwar gut, wie man sieht, aber es geht noch besser. Und auf das kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Lassen Sie mich nun zum eigentlichen Thema Oberösterreich im Wettbewerbsumfeld ein paar Worte sagen. Das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit ist eigentlich kein sehr exaktes. Und ich habe in einer früheren Fassung des Vortrags da noch mehr Methodisches hineingepackt, dann bin ich drauf gekommen, das ist alles zu lang. Also lasse ich es jetzt bei dem Hinweis, dass es nicht ganz klar ist, wie man Wettbewerbsfähigkeit misst, bewenden. Aber es gibt so etwas wie die Messung der Wettbewerbsfähigkeit quasi an den makroökonomischen Ergebnissen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Ex-Post-Betrachtung, wie gut man war, und blendet jene Seite aus dem Begriff Wettbewerbsfähigkeit aus, wie fähig sind wir in der Zukunft im Wettbewerb. Das steckt aber da auch drinnen. Ich werde dann bei den politischen Vorschlägen, um die man mich gebeten hat, auf das noch zurückkommen. Nun berichte ich hier und habe die Ehre, aus einem laufenden Projekt des Wirtschaftsforschungsinstituts zu berichten, dass ein Projekt, das für die Wirtschaftskammer Oberösterreich gemacht wird. Und wir gehen hier von einer relevanten Zieldimension aus, dass wir sagen, das, worum es wirklich geht bei der Wettbewerbsfähigkeit, ist der Lebensstandard der regionalen Bevölkerung. Und deswegen werde ich jetzt in der Folge, auch geboten durch die Zeit, mich auf die Ergebnisindikatoren konzentrieren, obgleich man schon dann für die politische Einschätzung eben auch die in die Zukunft gerichteten Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit mitdenken muss. Das Projekt, das am WIFO vom Dr. Peter Meyerhofer gemacht wird, und ich berichte in der Folge auch über seine Zwischenergebnisse, das hat man mir sozusagen gestattet, das ist ja auch noch nicht veröffentlicht, übrigens ein Oberösterreicher. Dieses Projekt hat versucht, die Wettbewerbsfähigkeit jetzt nicht im Hinblick auf den Vergleich zu Gesamtösterreich, sondern im Hinblick auf relevante Benchmark-Regionen in Gesamteuropa anzuschauen. Das ist nämlich eigentlich, wenn man ein bisschen ambitioniert ist, der wirklich relevante Vergleich. Wir haben nun in Europa auf der sogenannten Zwei-Ebene der Regionalgliederungen 280 Regionen, und wir haben am WIFO durch ökonometrische Verfahren
eine Auswahl getroffen von Regionen, die als Benchmarks dienen können, sinnvollerweise als Benchmark dienen können. Und sie haben dadurch diese 280 Regionen auf 108 sozusagen reduziert. Und das Kriterium für die Auswahl dieser 108 sind, dass sie alle hochentwickelt sind, dass sie sachgüterorientierte Regionen sind und dass sie damit gemessen an der Ausgangssituation für Oberösterreich wirklich als Benchmark tätig sein können, dienen können. Nun ist es natürlich so, dass ich Ihnen hier auch keinen Vergleich zu 108 anderen Regionen bringen kann. Das würde auch die Darstellung total überfordern, sondern wir haben dann jene, jetzt auch in den folgenden Grafiken, jene Regionen ausgewählt, die entweder regional oder sonst irgendwie aufgrund von Branchenbeziehungen besonders wichtig sind. Und ich berichte jetzt sozusagen aus laufender Arbeit und im Laufe des Frühjahrs wird das dann veröffentlicht und dann gibt es auch noch viel mehr Details. Jetzt schaue ich nur gut, wie gut das zu lesen ist, nicht wahnsinnig gut, aber nur damit Sie einen Eindruck bekommen, ja, na, das muss ich jetzt dort da bleiben, also werde ich einfach dort drauf zeigen. Die besten Regionen da, das sind auf der einen Seite ein paar norwegische Regionen, aber Sie haben, wenn Sie da ein bisschen weitergehen, eben auch die schon mehrfach erwähnten süddeutschen Regionen drauf, die natürlich für Oberösterreich in jeder Hinsicht ganz besonders interessant ist. Und die erste Grafik, die ich Ihnen hier zeige, ist das Sozialprodukt pro Einwohner. Und das Sozialprodukt pro Einwohner in diesen Regionen, da liegt eben Oberösterreich hier, also ich würde mal sagen, im oberen Mittelfeld. Im oberen Mittelfeld und recht brav. Wie gesagt, es wird später noch veröffentlicht werden, aber Sie kriegen damit einen Eindruck. Wenn Sie die Produktivität anschauen, definiert als Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen, dann merken Sie, dass auch hier Oberösterreich im regionalen Vergleich ganz gut liegt, aber wir haben hier mehr Regionen vor uns als beim Sozialprodukt pro Kopf. Das ist etwas, auf das ich noch zurückkommen werde. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache. Wichtig ist auch für die Wettbewerbsfähigkeit in der längerfristigen Perspektive das Beschäftigungswachstum. Also wie stark kann eine Region die Beschäftigung steigern, weil man mit Beschäftigung Einkommen schafft und damit Wohlstand schafft. Und auch da liegt Oberösterreich relativ gut. Wir haben hier in der Zeit zwischen 1991 und 2014 ein durchschnittliches Beschäftigungswachstum von 0,5%. Und wie gesagt, es gibt Regionen, die waren noch viel besser, aber da liegen wir schon deutlich über der Mitte und auch in Relation etwa zur Produktivität wieder deutlich besser. Die letzte Grafik, die ich Ihnen zeigen möchte, bevor ich dann in die qualitativen Ergebnisse oder Interpretation hineingehe, sind die Arbeitslosenquoten. Wir haben ja in Österreich und in Oberösterreich eben auch das Phänomen steigender Beschäftigung, aber auch steigender Arbeitslosigkeit. Und jetzt ist es so, Sie werden sich vielleicht über die Absolutwerte wundern. Die oberösterreichische Region wird hier mit 4,1% Arbeitslosenrate ausgewiesen. Das folgt nur aus der internationalen Definition, die EU-weit gilt und die ja eine viel, sagen wir mal, großzügigere, um nicht zu sagen, den Kopf in den Sand steckendere, zwar sprachlich nicht ganz korrekt, aber den Kopf in den Sand steckendere Sicht hat, was Beschäftigung betrifft. Da sind Sie ja schon beschäftigt, wenn Sie nur 2 oder 3 Stunden pro Woche arbeiten. Und nur für internationale Vergleiche muss ich also diese hernehmen. Und da sehen Sie auch hier, dass Oberösterreich relativ gut liegt, von katastrophalen Regionen jetzt gar nicht die Rede. Ich kann in einem kurzen Vortrag hier jetzt nicht noch mehr Zahlen bringen. Ich will jetzt lieber zusammenfassend das Bild beschreiben, das sich für uns stellt, jetzt auch im Laufe dieses gegenwärtigen Projekts über die oberösterreichische Wettbewerbssituation. Und das Bild ist, wie ich schon einleitend gesagt habe, grundsätzlich ein positives. Die ökonomische Leistungskraft ist beachtlich, auch die Dynamik ist ganz gut, und zwar auch an den Rändern, aber es gibt schon erhebliche Herausforderungen auch. Und Sie sind ja jetzt nicht hier, ich bin ja jetzt nicht hierher gekommen, um Ihnen nur sozusagen
Lob zu spenden, das ist zwar berechtigt, aber sie wollen ja auch über die Herausforderungen reden. Und hier haben wir ein paar schon genannt. Das eine ist das Effizienzniveau. Sie liegen gut, also auch bei der Produktivität, aber es gibt bei der Produktivität noch einen größeren Nachholbedarf als beim Output an sich. Das ist, glaube ich, ein ganz ein wesentlicher Punkt, womit man sofort zur Frage kommt, wie steigert man Produktivität? Und dann sind wir ja in der Praxis eh schon wieder bei der Innovation und bei der Forschung. Man soll sich auch im Klaren sein, wenn man eine Analyse macht, was kommt auf das Land zu, dass der Druck aus europäischen Aufholprozessen im Osten und der Markteintritt der Schwellenländer weltweit natürlich auch nicht an Oberösterreich vorbeigeht. Ich meine, das braucht man einem Standort der Föst nicht zu sagen, aber ich meine das jetzt auch nicht nur für die Stahlindustrie, sondern das ist natürlich ein generelles Problem, um das auch Oberösterreich nicht herumkommt. Die Tatsache, dass es technisch und logistisch immer leichter ermöglicht wird, Wertschöpfungsketten zu zergliedern in alle möglichen Teile der Welt, erhöht die Notwendigkeit der Innovationsorientierung. Über die Digitalisierung wurde schon gesprochen, jetzt eher von der Breitbandinitiative ausgehend und alles, was damit folgt. Aber natürlich ist die Digitalisierung, ich würde sie gar nicht so skeptisch sehen wie vielfach, was die Arbeitsplätze betrifft, aber sie ist einfach eine enorme Herausforderung, noch schneller sich zu rationalisieren und im technologischen Fortschritt weiterzumachen. Und insofern sehen Sie schon, was kommt da an großen Herausforderungen auf das Land zu. Das heißt nicht, dass das Land nicht weiterhin gut sein kann, aber dass man diese Dinge anschauen muss und dass man eine proaktive Strategie entwickeln muss. Für mich heißt die Schlussfolgerung eigentlich, ist eine zweifache. Das eine ist, das Land muss sich weiterentwickeln, orientiert am Wachstum des Sozialprodukts, aber auch am Wachstum der Produktivität. Das ist die eine Konsequenz, die ich ziehen würde. Und die zweite ist, dass Innovationsfähigkeit und Qualifikation die Grundlagen sind für diese Wachstums- und Produktivitätsorientierung. Nun habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage, weil es gibt überhaupt keinen Vortrag, wo das nicht gesagt wird. Und man kann jetzt sagen, na, und das ist das, deswegen fordere ich jetzt aus Wien daher, damit er uns das sagt. Und ich muss Ihnen leider sagen, ja. Denn obgleich es so oft gesagt wird, gibt es immer noch viel zu tun und ist immer noch nicht genug getan worden. Und dann gibt es natürlich schon noch ein paar spezifische oberösterreichische Aspekte, die man in dem Kontext sehen muss. Lassen Sie mich jetzt zu den Schlussfolgerungen kommen. Um 5 wurde ich gebeten, jetzt wäre ich langsam transparent. 5 Folien sind es noch und dann wissen Sie, Sie haben es geschafft. Also ich fange einmal mit diesen Grundlagen an, Schaffungen der Voraussetzungen für eine wachstums- und produktivitätsorientierte Politik. Und fangen wir mal mit der Innovation und Forschung an. Der Ausgangspunkt ist schon erwähnt worden. Wir haben hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und wir haben eine gute Einbindung der Uni Linz. Das ist ganz zweifellos so der Fall. Aber wir haben noch nicht eine optimale öffentliche Forschungsinfrastruktur. Da merken Sie schon, da ist schon einmal ein Handlungsbedarf gegeben. Was mir auch wichtig ist, und jetzt spricht nicht der Rektor der Wirtschaftsuni, sondern wirklich der jetzt im WIFO sich mit diesen Forschungen betätigt, so wichtig der Kontext und die Zusammenarbeit mit der JKU ist, so sehr, glaube ich, sollen Sie die Perspektive auch ein bisschen öffnen oder sich zu überlegen, diese Perspektive zu öffnen. Es geht einfach um den Wettbewerb um die besten Köpfe und das sind oft die von der JKU, aber eben nicht immer die von der JKU. Ja? Also mit anderen Worten, ein Stück weit über die Region hinausdenken, ist, glaube ich, schon auch bei diesen Grundlagen ganz, ganz wichtig. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie schaffe ich es, dass ich die herbekomme. Denn natürlich hat die Heimatuniversität den Startvorteil, schon etwa brauche ich nicht auszuführen, aber die nicht von der Heimatuniversität kommen und trotzdem sehr gut sind, die muss man eben auch besser ansprechen. Das andere ist, Sie erinnern sich, ich habe zuerst den Jargon genannt, mit dem raschen Zweiten. Ich glaube, ganz, ganz wesentlich ist es,
forschende Unternehmen, deren es ja viele gibt, an die technologische Grenze heranzuführen und damit einen Weg zu ebnen für eine Spitzenreiterstrategie in der Innovation. Nun weiß ich schon, dass der Wirtschaftsforscher da groß reden kann, ja, weil das ist leichter gesagt als gemacht. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man überall dort, wo man Forschung und Innovation unterstützt, ganz besonders auf diese technologische Grenze schauen sollte und auch Projekte unterstützt, wo erwartbar ist, dass man die technologische Grenze erreicht. Und wo man nicht nur ein bisschen marginal das verändert, was man schon hat. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein grundsätzlicher Aspekt, den man berücksichtigen muss. Lassen Sie mich zum Zweiten, zu der Bildung und Qualifizierung kommen. Es ist ganz offenkundig und wurde ja eigentlich indirekt schon durch einige Rednerinnen und Redner hier gesagt, Sie brauchen in Oberösterreich ganz besonders Investitionen in das obere Ende des Bildungsspektrums. Es geht auch um eine bessere Ausrichtung der regionalen Ausbildungsschwerpunkte an die Wirtschaftsstruktur. Auf gut Deutsch gesagt, es geht um das Ingenieurwesen und es geht um technische Berufe, weil die halt dazu passen zu dem, wo sie besonders stark sind. Auf der anderen Seite, wir haben das heute schon kurz angesprochen, die Sicherheit, es geht nicht nur um die Spitzenkräfte, es geht auch um die Facharbeiterebene und damit spielt die Investition in das duale System nach wie vor eine wichtige Rolle. Sie haben hier ganz zweifellos ein Problem, dass Sie zu wenig Frauen da hineinbringen. Da gibt es sicher noch viel Potenzial, was man heben kann. Und daher sollte man auch unter Gender-Gesichtspunkten das ganz besonders bedenken. Und die Verstärkung der Internationalität ist auch ganz wichtig. Man muss sich, glaube ich, und das ist jetzt nicht nur eine Aufgabe der Wirtschaftskammer, aber eben der Entscheidungsträger im Land überhaupt. Man muss sich auch überlegen, wie macht man zum Beispiel die Uni oder auch andere Ausbildungsebenen attraktiver für gute Köpfe aus dem Ausland. Es braucht ein Klima der Weltoffenheit für ausländische Studierende und ausländische Arbeiter. Jetzt ein bisschen etwas zu den Strategien der Unternehmen und der Innovations- und Standortpolitik im engeren Sinn des Wortes. Ich habe schon erwähnt, dass Sie ja eine ausgezeichnete Grundlage hier haben mit der hohen Innovationskraft der Unternehmungen, mit den hohen Kompetenzen in neuen Produktionssystemen, Logistiklösungen, ist alles heute hier schon gesagt worden. Aber wenn man es standortpolitisch sieht, muss man sagen, Oberösterreich hat so etwas wie eine Art innere Randlage. Es ist natürlich jetzt wesentlich besser geworden durch die Ostöffnung, aber eine innere Randlage gegenüber den massiven, starken Industrieregionen Europas haben sie. Und das bedeutet normalerweise Nachteile für eine erfolgreiche Vermarktung von Massenendprodukten, weil da die Nähe zum Produzenten ganz entscheidend ist. Gibt aber gute Chancen, diese Lage Zulieferstrategien in EU-Kernmärkte vorzunehmen. Denn dort haben Sie Marktradien, die üblicherweise zwischen 300 und 500 Kilometer liegen und da wirken Sie, das sage ich Ihnen ja nichts Neues, das könnte man aber noch betonen, zum Beispiel sehr gut in den süddeutschen Raum hinein. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die Standortpolitik das bewusst auch zum Objekt macht und sagt, vergessen wir die Massenendprodukte, gehen wir lieber in diese Zulieferstrategie. Das Zweite, was hier zu erwähnen ist, sind die Vorteile der Netzwerkproduktion. Sie haben eigentlich durch diese innere Randlage einen doppelten Vorteil. Man kann das auch so sehen. Sie haben auf der einen Seite in relativer Nähe noch Regionen mit relativ niedrigerem Lohnniveau und Sie haben auf der anderen Seite die hochpotenten süddeutschen Industrieregionen und auch sehr reichen Regionen. Und hier könnte man natürlich jetzt durch Fragmentierung der Wertschöpfungskette und Auslagerung kostenintensiver Teile, könnte man hier, wenn Sie so wollen, aus der Not der Randlage auch eine Tugend machen. Und man könnte hier auch sehen, dass so wichtig die Exporte und die Globalisierung für die großen Industriebetriebe sind, dass diese Lage es auch ermöglicht, sozusagen kleine Internationalisierung zu betreiben für kleinere und Mittelbetriebe. Das heißt, man muss in Wahrheit beides oder man könnte beides im Auge haben
Und gerade auch die Kleinen könnten durch diese Konstellation auf der einen Seite ein bisschen die Wertschöpfungskette zu fragmentieren und ein bisschen was in Tschechien, sage ich jetzt einmal sehr hemdsärmelig, produzieren zu lassen, aber dann in relativ reiche Regionen zu liefern. Das kann auch eine Strategie für kleinere und mittlere Unternehmen sein. Die Großen machen das unter anderem eh, obwohl die natürlich überhaupt eine Weltperspektive noch leichter haben. Und ein letztes. Wenn Sie sich die ganz starken Regionen, Industrieregionen in Europa anschauen, dann sind die auch bevölkerungsmäßig doch deutlich größer als Oberösterreich. Sie haben daher in Oberösterreich, so gut ökonomisch die Region auch aufgestellt ist, haben Sie nicht die Vorteile, die andere Regionen haben, durch kritische Massen, durch große Ballungen. Und wenn man in einer solchen Situation ist, dann werden Netzwerke und Kooperationen, und zwar sowohl mit den forschenden Einrichtungen als auch mit anderen Unternehmen, von besonderer Bedeutung. Das heißt, wir leihen uns dann, sie leihen sich dann die Größe, indem sie Partnerschaften eingehen. Die Quintessenz, und damit komme ich auch schon zum Schluss, ist, es braucht ein ganz neues Klima der Internationalisierung, auch in dieser Region. Ein Klima der Internationalisierung, das sich durchzieht von der höheren Attraktivität des Standorts Oberösterreich als Ausbildungseinrichtung über die Partner, mit denen man produziert, bis hin zu den Konsumenten oder Business Partners, wo man als Zulieferer agiert. Das sind so die ersten Hinweise, von denen wir glauben, dass sie über das pauschale Urteil, mehr in Wachstum, Innovation und Forschung zu stecken, schon ein spezifisch oberösterreichisches Element wären. Ich kann Ihnen aber trotzdem sagen, und das ist jetzt nicht nur ein höflicher Abschluss, sondern es ist ein ernst gemeinter Abschluss, ich bewundere den Standort. Sie haben hier wirklich kaum wie ein anderer in Österreich eine ausgezeichnete Ausgangslage. Und wenn man die Dynamik, die nicht zuletzt auch heute hier in diesem Raum ist, wenn man die dazulegt auf eine gute Ausgangsposition und einen offenen Blick hat für die Herausforderungen, die einfach die weltwirtschaftliche Entwicklung bringt, dann habe ich um dieses Land keine Bange. Dankeschön. Applaus